Initiative Die Grünen in Sachsen und wir als entwicklungspolitisches Netzwerk. Die Rede, die ich jetzt vortragen werde, ist mit meinem Mitstreiter Herrn Tobias vom Sächsischen Handelsverband abgestimmt und möchte damit beginnen. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, sehr geehrte Beigeordnete, sehr geehrte Stadträte Dresdens. Der faire Handel ist eine Erfolgsgeschichte. Im Jahr 2014 lag der Gesamtumsatz mit Fairtrade-zertifizierten Produkten in Deutschland bei 1 Milliarde Euro. Der Umsatz hat sich in den letzten 10 Jahren mehr als verzehnfacht. Im EU-Vergleich hängt Deutschland jedoch Großbritannien oder der Schweiz immer noch deutlich hinterher. Um mit einem kommunalen Engagement das Bewusstsein für nachhaltigen, fairen Konsum zu schärfen, bezieht die Kampagne Fairtrade Town der Siegelorganisation Transfair neben den Bürgerinnen als Konsumenten und den Einzelhandel auch die Stadt als öffentliche Beschafferin, Gastronomie oder die Medien ein. Der Handel spielt sich dabei auf mehreren Ebenen ab. Neben dem Einzel- und Großhandel als Beschaffer und Anbieter von Waren des kurz-, mittel- und langfristigen Bedarfs sind es auch die Verbraucher selbst, die mit ihrem Handel den Handel bestimmen und mit ihrem Nachfrageverhalten Sortimente, Preise und Angebotsformate stets verändern und gestalten. Und auch die öffentliche Hand tritt als Anbieter von Dienstleistungen und Nachfrager für Waren mit einer nicht zu unterschätzenden Marktmacht auf. Immerhin macht die bundesweite Gesamtnachfrage 1/7 des Bruttoinlandsproduktes aus. Insofern kommt ihr neben einer ideellen Vorbildfunktion auch ganz konkret die Aufgabe zu, Prozesse in der Auftragsvergabe und Abläufe in der Beschaffung zeitgemäß zu hinterfragen. Die Bandbreite der Umsetzungsmöglichkeiten ist zugegebenermaßen groß. Die Chance, einfache Dinge zu ändern, deswegen auch besonders hoch. Die Produkte, die beschafft werden, reichen von Catering und Versorgungswaren. Sie hatten ja heute auch Ihr Abendessen hier aus regionaler Fleischproduktion mit fairem Kaffee, fair gehandelten Bananen und regionalen Backwaren wahrscheinlich. Über Fußbälle im Sport- und Schulsportbereich, Wäsche in Krankenhäusern bis zur Dienstkleidung für das Grünflächen- oder Ordnungsamt. Viel diskutiert wird, na klar, über den Preis und damit verbundene eventuelle Mehrkosten. Lassen Sie mich dazu 4 Dinge sagen. Rund 480 Städte haben sich dieser Zielstellung, den fairen Handel auch in der öffentlichen Beschaffung zu betreiben, verschrieben. Und noch nicht eine davon hat dadurch eine finanzielle Überforderung erfahren. Neben den Kosten für eine Beschaffung muss auch deren Menge zu hinterfragen sein. Drittens gibt es durch ressourcenschonenden Konsum über ökologische Kriterien zum Beispiel die Möglichkeit, Kosten zu sparen und damit etwaige Mehrkosten durch faire Beschaffung zu kompensieren. Und viertens, sicher ist in jedem Fall, man muss sich mit dem Thema schon beschäftigen und ein bisschen Zeit da rein investieren. Überhaupt, und das gilt an der Stelle zu betonen, folgt unsere Initiative Dresden verwandeln keinem autoritären Stile im Sinne einer engen Vergabevorschrift. Der Stadtratsbeschluss soll die Bedeutung des Themas als gesamtgesellschaftliches Engagement unterstreichen und signalisiert Verantwortungsbewusstsein des eigenen Handels und Denkens. Alle Maßnahmen dieser unserer Stadt, die als Oberzentrum und Landeshauptstadt zudem große Ausstrahlung auf ihre Nachbarn hat, sind zweifellos mannigfaltig und genauso vielfältig diskutiert, oft umstritten, aber in jedem Fall immer von außen kommentiert. Umso wichtiger ist es nach unserem Dafürhalten in Fragen, zu denen es einen gesellschaftspolitischen Konsens gibt, ein Zeichen für alle Akteure der Stadt zu setzen, also auch für die sozialen, ökologischen und christlichen Initiativen und so den Weg zu bereiten für engagierte Händler und sensibilisierte Verbraucher. Unsere Initiativen unterstützen 33 Gastronomiebetriebe, 64 Einzelhändler und da sind Rewe und Co. noch nicht mal mitgezählt, 9 Kirchgemeinden, 3 Schulen und mindestens 2 Vereine, aber noch viel mehr beschäftigen sich mit dem Thema fairer Handel. Die Kampagne findet auf ganz vielen verschiedenen Ebenen statt und richtet sich neben der Stadt auch an die Verbraucherinnen, deren Kaufgewohnheiten und Einstellungen. Hier steigt ja auch die Nachfrage unter anderem auch für regionale und lokale Produkte deutlich. Der Handel trägt dieser Nachfrage und regionalen Verantwortung schon jetzt Rechnung, indem lokale Bauern und Hersteller in die Sortimente aufgenommen werden und sich entsprechende Initiativen bilden, wie der Streetfoodmarkt oder die Food Assembly und vielleicht auch bald ein Ernährungsrat für Dresden. Die Stärkung regionaler Wirtschaftskreisläufe ist somit ebenso entscheidender Bestandteil unserer Initiative. Überdies richtet sich die Initiative Dresden verwandeln und die Bewerbung Dresdens als Fairtrade Town an die Motivation der Händler und Gastronomen, ihre Angebote da, wo es geht,
verantwortungsbewusst zu gestalten und die Trends mitzugestalten. Dabei geht es nicht darum, nur das Fair-Trade-Siegel zu stützen, sondern nachweislich sozial verantwortliche Produktion zu fördern. Und dazu hat auch für diesen ganzen Siegeldschungel die Bundesregierung immer eine Internetseite www.siegelklarheit.de veröffentlicht, damit man mit diesen Siegeln besser arbeiten kann. Der faire Handel und die verschiedenen Siegel besitzen laut Umfragen eine hohe Glaubwürdigkeit. Der Verbraucher assoziiert damit faire Löhne und bessere Arbeitsbedingungen in den Herkunftsländern. Rund 1.100 Kleinbauernorganisationen und Plantagen arbeiten weltweit zum Beispiel mit den Fairtrade-Standards. Das sind weit über 1 Million Kleinbauern, Arbeiterinnen und Arbeiter in 70 Ländern, die vom fairen Handel profitieren. Die Arbeitsbedingungen tragen zur Stärkung der Lebens- und Infrastrukturbedingungen vor Ort bei. Und insbesondere die aktuellen politischen und humanitären Lagen innerhalb und außerhalb der Europäischen Union belegen die Bedeutung eines fairen Welthandels in globalisierten Zeiten. Und gerade wenn man keine Wirtschaftsflüchtlinge möchte, kann man durch fairen Einkauf dazu beitragen, dass die Menschen vor Ort ein Auskommen haben, das zum Leben reicht. Ja, wir können mit dem fairen Handel nicht die Welt retten, aber das ist auch nicht unser Anspruch. Es geht darum, für das eigene Handeln, also Einkaufen, Verantwortung zu übernehmen. Und dies kann nicht nur eine private oder reine Kostenangelegenheit sein. Denn es sind Steuergelder der Stadt, es ist die Stadt, die eine Vorbildfunktion hat und es ist die Stadt als Großkonsumentin. Lassen Sie mich es mit den Worten eines Dresdner Händlers so beschreiben. Es sind genau diese Initiativen, bei denen Dresden gerade jetzt immer mit dem Finger schnipsen und hier schreien sollte, denn jeder einzelne solcher Initiativen leistet ihren Beitrag für eine ökologische, soziale, nachhaltige und verantwortungsbewusste Stadt mit Ansehen. In diesem Sinne, lassen Sie uns Dresden gemeinsam fair wandeln. Vielen Dank. Vielen Dank. Als einzigen Redner bisher in der Fraktionsrunde habe ich Herrn Kaden. Bitte sehr. Also die Fraktion hatte ja das Rederecht beantragt. Ich meine, wenn die Fraktion ergänzend zur Einbringung des Antrags etwas sagen möchte, darf sie? Gut, in der Debatte. Herr Kahn. Ansonsten habe ich nur noch eine Wortmeldung bisher von Herrn Schmählich. Bitte. Dann durchbreche ich mal die Kinder rein. Erster Bürgermeister. Beides geht nicht, ne? Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Nun fange ich mal mit einem Zitat des Schweizer Soziologen Jean Ziegler an. Er hat gesagt, es kommt nicht darauf an, den Menschen in der dritten Welt mehr zu geben, sondern ihnen weniger zu stehlen. Genau darum geht es, wenn wir über die Frage fairen Handelns von uns als öffentliche Hand sprechen und fairen Handelns von uns als Bürgerinnen und Bürger. Der Antrag wird, das ist ja auch gesagt worden, nicht die Welt ändern, aber er kann Denkanstöße geben. Er wird zu Diskussionen führen, das ist wichtig. Und er wird vielleicht auch zu Diskussionen führen, was es heißt, Verantwortung für Mitmenschen zu übernehmen, Verantwortung auch dafür, dass Menschenrechte geachtet werden. Die körperliche Unversehrtheit, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Verantwortung dafür, dass Menschen genug zu essen haben und von dem Lohn ihrer Arbeit leben können, und für ihre Familien sorgen. Diese Verantwortung haben wir als Konsumenten auch und wir als öffentliche Hand sowieso. Und diejenigen, die sich immer hinstellen, und es ist auch erwähnt worden, und sagen, warum kommen hier so viele Menschen her? Wir müssen doch die Verhältnisse in den Heimatländern verbessern. Diejenigen sollten sich genau dieser Verantwortung bewusst sein, dass nur dann, wenn wir nicht weiterhin dafür sorgen, dass die Menschen, die produzieren, die das produzieren, was wir konsumieren, dafür auch
ausbeuterisch bezahlt werden. Nur wenn wir dafür sorgen, dass sie sozial verantwortungsvoll ihre Arbeit tun dürfen, nur dann werden wir auch einen Beitrag leisten, Fluchtursachen zu beseitigen. Wir haben uns bemüht, im Vorfeld eine breite Mehrheit in diesem Stadtrat für diesen Antrag zu bekommen. In den Ausschussberatungen wurde uns gesagt, das ist ja eine gute Idee, aber eigentlich hätten wir es anders. Wir haben uns dann auch auf Anregung von Kollegen der Linken, von Kollegen der SPD dazu entschieden, nochmal Änderungen in dem Antrag vorzunehmen. Das ist auch richtig so. Dort sind Bedenken formuliert worden, zum Beispiel, dass eben auch das Thema regionale Beschaffung eine Rolle spielen sollte. Das ist aufgenommen worden. Es sind vielleicht auch missverständliche Formulierungen, weil einige der Meinung waren, dass der ursprüngliche Antrag so das Ziel haben sollte, der Oberbürgermeister müsse überall Kaffee servieren, auch verändert. Also alle diese Scheinargumente, die wir in den Ausschüssen gehört haben, haben wir verändert. Konstruktive Zuarbeit, insbesondere auch von der CDU-Fraktion, haben wir leider nicht bekommen. Das ist schade, weil ich glaube, dieses Signal, das mit diesem Antrag aus Dresden kommen könnte, dieses Signal wäre wichtig. Gerade wir, die wir in einer Stadt leben, an dem jeden Montag die Ignoranz und die Herzlosigkeit auf die Straße getragen wird und in die Republik getragen wird. Gerade uns als Dresdnerinnen und Dresdnern würde es gut zu Gesicht stehen, dieses Zeichen und dieses Signal in großer Einmütigkeit hier in diesem Stadtrat zu setzen. Und ich gebe die Hoffnung noch nicht auf, dass uns das heute gelingt. Vielen Dank. Jetzt seitens der SPD-Fraktion das Wort gewünscht. Ist nicht der Fall. FDP, Freie Bürger. Dann AfD-Fraktion, Herr Urban. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, sehr geehrte Stadträte, der vorliegende Antrag der Grünen, die Bewerbung Dresdens als Fairtrade Town, wird von der AfD-Fraktion gern unterstützt. Fairer Handel ist vor allen Dingen in seiner sozialen Intention eine sehr gute Idee. Leider haben sich viele Erwartungen bezüglich der gerechten Entlohnung der Produzenten in den zumeist sehr armen Herkunftsländern nicht immer erfüllt. Auch bei Fairtrade gibt es Missbrauch. Verschiedene Prüfverfahren und sehr unterschiedliche Prüforte machen es ungeheuer schwierig, den Überblick zu behalten. Und besonders bei verarbeiteten Produkten sind die Missstände offenkundig. Allein wenige Prozent fair gehandelter Rohmaterialien im Gesamtprodukt genügen oftmals, um dieses Produkt als fair gehandelt zu bezeichnen. Eine wirksame eigene Kontrolle, ob Produktion und Handel im Einzelfall wirklich unter fairen Bedingungen stattfinden, ist für die Stadt Dresden gar nicht möglich. Wie in der Antragsbegründung formuliert, geht es vielmehr um eine Geste, ein Zeichen für globale Verantwortung. Die AfD-Fraktion möchte noch einen Schritt weitergehen und hat einen Änderungsantrag gestellt, dessen Ansatz nun auch von der grünen Fraktion aufgegriffen wurde. Es braucht nämlich nicht nur Symbolpolitik. Wichtig ist, dass wir dort Verantwortung übernehmen, wo wir es auch können. In unserem Änderungsantrag, der neben dem Fairtrade auch auf eine regionale Akzentuierung setzt, können wir zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Erstens stärken wir dadurch den bevorzugten Einsatz regionaler und wenn möglich lokaler Produkte. Damit stärken wir die hiesigen Erzeuger, was in vielerlei Hinsicht auch für Dresden gut ist. Andererseits helfen wir mit unseren bescheidenen lokalen Mitteln, negative Begleitumstände der Globalisierung zu minimieren. Kurze Transportwege mindern den Ressourcenverbrauch und reduzieren Umweltschäden. Es ist nicht nötig, dass Dresden Maracuja oder Guavensaft anbietet, wenn Birnen-, Kirsch- oder Apfelsaft aus der sächsischen Produktion verfügbar ist. Anstatt fair gehandelter Rosen und Tulpen, die mit dem Flugzeug aus Afrika kommen, soll die Stadt Dresden lieber Blumen aus der sächsischen Produktion einkaufen. Mit dem Änderungsantrag hat die AfD-Fraktion eine Leerstelle im Antrag der Grünen gefüllt. Wir brauchen neben Fairtrade auch ein Verantwortungsbewusstsein dafür, dass der Konsum von importierten Gütern aus aller Welt, zu welchen Bedingungen sie auch produziert werden, immer auch negative Auswirkungen hat.
Ein regionaler Fokus ist daher mindestens ebenso wichtig wie fair gehandelte Produkte aus anderen Weltregionen. Zudem gilt zu bedenken, der ursprüngliche Antrag der Grünen erwähnte mit keinem einzigen Wort unsere sächsischen Produzenten. Bei all der gesellschaftlichen Spannung, die wir gerade heute erleben, sollte es nicht passieren, dass über die heutige Abstimmung nur berichtet wird, die Stadt Dresden bewirbt sich als Fairtrade-Town und wird zukünftig, wann immer möglich, nur noch fair gehandelte Produkte einkaufen. Die Botschaft, die dadurch regionalen Erzeugern vermittelt werden würde, ist klar. Die Dresdner Stadträte sind die Arbeitsbedingungen auf der Mango-Farm auf den Philippinen wichtiger als das wirtschaftliche Überleben der Obstbauern und Milcherzeuger in der Nähe Dresdens, die inzwischen oft weit unter Mindestlohnniveau wirtschaften müssen. Das darf nicht sein. Die AfD-Fraktion stimmt dem nun vorliegenden Ersetzungsantrag zu und zieht nun den eigenen Änderungsantrag zu diesem Tagesordnungspunkt zurück. Fairtrade und regional, das sollte Dresdens Zukunft sein. Vielen Dank. Vielen Dank, CDU-Fraktion, Herr Kaden. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, die Grüne Fraktion empfiehlt uns ja mit ihrem Antrag, die Teilnahme an der Kampagne Fairtrade Town des Siegelanbieters Transfair. Und wir werden diesem Antrag nicht zustimmen. Diese Ablehnung des Antrages ist keine Positionierung für oder gegen Fairtrade, keine Positionierung für oder gegen Marktwirtschaft, keine Positionierung gegen Freihandel oder für Freihandel und seine wohlstandsfördernde Wirkung. Lassen Sie mich das an dieser Stelle kurz begründen und erläutern, wie wir zu diesem Ergebnis gekommen sind. Die Siegelinitiative Transfair möchte uns dafür gewinnen, dass wir an ihrer Marketingkampagne teilnehmen für fairen Handel und den entsprechend mit öffentlichem Geld und dem Einsatz der Verwaltung unterstützen. Ich habe mir auf den Internetseiten des Siegelanbieters mal angeschaut, welche Kriterien konkret zu erfüllen sind durch uns und was letzten Endes dort erwartet wird, damit wir den Titel Fairtrade Town erhalten können. Das ist zum einen, dass wir einen Ratsbeschluss fassen, dass wir uns stark machen für fairen Handel und dass wir bei den öffentlichen Sitzungen fair gehandelten Kaffee und weitere Produkte ausschenken. Zweites Kriterium ist, dass wir eine Steuerungsgruppe bilden, die durch Personal der Verwaltung unterstützt wird und die Akteure der Zivilgesellschaft, Politik und Verwaltung koordiniert, um das Thema Fairtrade voranzubringen. Dritter Punkt ist, dass wir uns dafür einsetzen, dass in der Stadt entsprechende Sortimente entstehen, wo fair gehandelte Produkte angeboten werden und dass sie in einer festgelegten Zahl, abhängig von der Einwohnerzahl der Landeshauptstadt Dresden. Und es ist unsere Aufgabe, Einzelhandelsgeschäfte und Anbieter zu motivieren, entsprechend im Sinne der Kampagne tätig zu werden. Vierter und vorletzter Punkt ist die Zivilgesellschaft. Da geht es darum, dass wir Fairtrade in öffentlichen Einrichtungen, in Schulen, in Kirchgemeinden und überall dort, wo Bildung vorangebracht wird, im Sinne der Kampagne für Transfair tätig werden. Fünfter und letzter Punkt ist eine Anforderung, die wir erfüllen sollen, und zwar gegenüber den lokalen Medien das Thema der Kampagne zu transportieren und dafür zu sorgen, dass die Kampagne in den örtlichen Medien auftaucht und entsprechend wahrgenommen wird. Unsere Auffassung ist, dass wir eigentlich unsere neutrale Position, die wir gegenüber entsprechenden Siegelanbietern eigentlich einnehmen sollten und auch gegenüber Zertifizierungsstellen nicht verlassen sollten. Fairtrade ist einer von vielen Anbietern. Es gibt daneben WFTO, Hand in Hand, Naturland Fair, Fair Globe, One World, Fair for Life, EcoZert und viele, viele andere. Die Liste ließe sich sehr lang fortsetzen, die alle mit ihren Anliegen sich für Fairtrade einsetzen. Und weil wir hier unsere neutrale Position gegenüber Siegelanbietern und Zertifizierungsstellen nicht verlieren wollen, was wir der Landeshauptstadt Dresden sehr empfehlen, werden wir dem Antrag nicht zustimmen. Das ist der wesentliche Grund für unsere Ablehnung. Vielen Dank. Fraktion Die Linke.
Gibt es ansonsten weitere Wortmeldungen? Nach dem Zurückziehen des Änderungsantrags durch die AfD-Fraktion haben wir also nur einen Ersetzungsantrag, der also das Ausschussvotum komplett ersetzt. Das heißt, wir müssen nur einmal abstimmen. Wenn diesem Antrag eine Mehrheit beschieden ist, ist der Tagesordnungspunkt damit erledigt. Ich bitte Sie um das Handzeichen, wenn Sie dem Ersetzungsantrag Fraktion Bündnis 90 Die Grünen die Zustimmung erteilen. Gegenstimmen? Enthaltung? Ist somit mit 35 Ja-Stimmen, 23 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen so mehrheitlich angenommen. Wir verlassen